Para evitarnos la versión institucional e hiperformal, ¿por qué no nos cuentas quién eres? Ich bin Frank Steinmeier. In Deutschland kennt man mich als deutscher Außenminister, aber als solcher bin ich natürlich nicht geboren, sondern ich bin in einem kleinen Dorf in Deutschland, 800 Einwohner geboren, bin zur Schule gegangen, zur Universität, habe dort Juristerei studiert, bin dann lange Jahre an der Universität gewesen, habe dort gearbeitet als Dozent und fast ein bisschen durch Zufall in die Politik geraten, war dann viele Jahre in der Landespolitik im Norden Deutschlands tätig, bin dann seit 1998 jetzt auch schon fast 20 Jahre in der Bundespolitik und jetzt im siebten Jahr Außenminister. ¿Por qué crees que el año dual es el pretexto ideal para que los mexicanos aprendamos alemán y que en Alemania todos aprendan español? Ja, Deutschland sollte man nicht nur im Deutschlandjahr, aber ich glaube, das ist eine Gelegenheit, dass wir Deutschland etwas bekannter machen können, als es vielleicht bei vielen jungen Frauen und Jugendlichen in Mexiko im Augenblick der Fall ist. Ich glaube, was man von Deutschland kennt, ist Fußball, Autos, aber Deutschland hat noch ein bisschen mehr und davon wollen wir ganz viel zeigen in diesem Deutschlandjahr, neugierig machen auf Deutschland und hoffentlich führt das dazu, dass viele Leute sich nicht nur für Deutschland interessieren und für den Urlaub in Deutschland, sondern auch ein bisschen Deutsch lernen. Nos vemos en un año y platicamos de lo que aprendimos, cada quien de su lado. Pues. Wir sehen uns in einem Jahr und dann zeigt sie, was sie gelernt hat. Genau. Muy bien. Danke dir.